Es gibt drei versteckte Fächer, die 15 x 18 x 4 cm groß sind und Platz für eine kleine Pistole oder andere wichtige Gegenstände bieten. Ja, ja, alles klar, Junge. Oh, dann so. Ach, komm. Ist gekauft, Leute. Brauche ich. So, Leute, ich habe ja immer noch mein neues Haus und das muss eingerichtet werden. Deswegen gucken wir jetzt zusammen unglaubliche Erfindungen, die dein Zuhause auf ein neues Level bringen. Und wir gucken wie immer, ob wir uns die Sachen kaufen würden. Videos von TechZone, schaut gerne mal vorbei, schaltet auch gerne ein Like und ein Abo rein und los geht's. Oh, oh, ja, oh. Das ist schlau, Alter. Ja. Ja, man merkt, man hat so ein gewisses Alter erreicht, dass man denkt so, oh wow, eine Mülltonne, die aus dem Boden kommt, Alter, das ist ja geil. Aber wirklich, weil du sparst halt Platz. Manchmal ist die Evolution unsichtbar, hat Massimo Bottura einmal gesagt. Wer? Zu diesem Schluss kam der mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnete Koch, nachdem er die Idee der spanischen Firma Cooking Red kennengelernt hatte. Wie krass sieht das da bei ihm aus? Die Induktionsbeschichtung ist direkt in die Arbeitsplatte integriert, sodass auf einer Fläche gekocht und gegessen werden kann. Das ist ja geil, Junge. Die Beschichtung besteht aus Porzellanplatten von Red Ceramics. Du kannst auf der kompletten Fläche... Ja, das Ding ist... Das kostet dann bestimmt so 20.000 Euro. Dann reicht auch ein ganz normaler, so eine Kochplatte. Mit einer Stärke von 6 und 14 Millimetern. Diese Platten sind Hitze-, Kratz- und Fleckenbeständig. Darüber hinaus verbraucht das Induktionssystem Cooking Rack weniger Energie als herkömmliche Herde und wird über eine Smartphone-App gesteuert. Kein das Wunder, nervt mich schon. Also ich habe keinen Bock mit dem Handy da rumzuspielen. Red Dot The Best of the Best in der Kategorie Produktdesign ausgezeichnet wurde. Ja, ist geil, aber da reicht was Normales. Man könnte meinen, das Fenster sei eine einfache Erfindung, wie das Rad. Doch die Schweizer Firma Hirt Moving Architecture überrascht mit absenkbaren Fensterfassaden, die sich wie von Geisterhand leise das schließen geil. Lassen. Junge, wie schnell Wir du durchlüften Architektur kannst. Architektur in Bewegung, behaupten die Entwickler und aber demonstrieren ihr Können in der Praxis. Fliegen. So verwandelt die intelligente Kombination... Ey, Junge, ich lass eine Sekunde mein Fenster auf, boom, gefühlt 1000 Fliegen bevölkern mein Wohnzimmer. Aus den Hubfenstern Hirt Kinetics und Autoaufzug diese Garage in einen Showroom. Ja, ist schon geil. Also das könnte ich mir schon eher vorstellen, als jetzt diese komische Kochplatte. Hört Weil das Ding ist, warte, das Fenster muss ja auch irgendwo hin. Das bedeutet, da wo eigentlich Keller, das fährt dann ja in den Keller runter. Versteht ihr? Alle Anforderungen an die Betriebssicherheit. Bei Stromausfall können die Fenster manuell gehoben oder gesenkt werden. Schweizer Qualität eben. Das stimmt. Oh, das ist das für eine heftige Alm. Wie nutzt man den Platz unter dem Bett optimal, um Kleidung oder sogar Bücher aufzubewahren? Die Profis von Pivot haben eine revolutionäre Lösung. Ein Fitnessstudio unter dem Bett. Perfekt, das Mann. Das Sportbett Pivot ist das einzige geil. Fitnessstudio, das man zu Hause braucht. Wenn du wenig Platz hast. Zubehör und Sportgeräte nach Wahl sind im Lieferumfang enthalten. Allerdings An sich kostet cool. das Bett ab 4.512 Euro. Wie viele Monate kann man für dieses Geld in einem normalen Fitnessstudio ja, trainieren? Ja, stimmt schon. Aber du hast halt ein Bett. Die Frage ist, wie gemütlich ist das Bett? Aber Junge, für einen Pumper, der nur so eine Einzimmerwohnung hat, Junge, perfekt. Für mich, ich habe mittlerweile Gott sei Dank den Platz. Das wäre jetzt nichts für eine mich. Eine weitere renommierte Auszeichnung, der German Design Award 2024, ging an dieses klappbare Homeoffice. Klappt wurde entwickelt, um die Arbeit am Laptop zu erleichtern. In Sekundenschnelle ist das Büro einsatzbereit. Das feiere ich. Einfach den Deckel aufklappen und schon kann die Videokonferenz beginnen. Klappt verfügt über eine elektrische Höhenverstellung, eine integrierte Arbeitsplatzbeleuchtung, zwei Steckdosen und zwei USB-Anschlüsse. Das ist geil. Bei Interesse müsst ihr bereit sein, 2000 Euro für dieses Wunderwerk der Ingenieurskunst zu bezahlen. Aber ist geil, Mann. Das ist wirklich cool. Ohne Witz, das würde ich mal meiner Frau vorschlagen. Weil sie hat auch ein Arbeitszimmer. Was ich geil finde, ist, dass das dann so komplett einfährt, weißt du? Dass es dann alles so... Blub. Das US-Unternehmen Bumblebee Spaces ist nicht umsonst so benannt. Die Ideen des Unternehmens schweben wie Hummeln durch die Wohnung.
Bumblebee schafft modulare Räume, in denen die Möbel an der Decke befestigt und nur bei Bedarf heruntergelassen werden. Ja, aber das Ding ist, du verlierst Höhe vom Raum. Du brauchst halt so eine Altbauwohnung oder so. Morgens steht man also auf und das Bett mit einer Doppelmatratze gleitet sanft nach oben. Anstelle des Bettes kommt dann ein Schrank herunter, der dafür sorgt, dass man seine Sachen nicht verliert, wenn man sie am dringendsten braucht. Dann kann man der mobilen App befehlen: Hey Siri, Bumblebee, mein Schreibtisch. Das Ding ist, was ist, wenn Bumblebee, Alter, mal eine kleine Bumble-Fehlfunktion hat und das Bett kracht auf dich runter? Und schon gleitet ein Arbeitsplatz aus der Decke. Also ich find's heftig. Und wenn ich so in New York wohnen würde, würde ich mir sowas, glaube ich, auch holen. Ich glaube, also wenn man da so eine Eigentumswohnung hat. Guck mal, und die haben auch so mega hohe Decken. Der Roboter kann innerhalb eines Tages in den meisten Deckentypen installiert werden und der Preis auf Anfrage mitgeteilt. Ja, okay. Preis auf Anfrage bedeutet, es kostet wahrscheinlich, keine Ahnung, 40.000 Euro. Angefertigte Möbel sind Geist. Also sie sind halt einfach sehr teuer, weil da sehr viel Arbeitsleistung drin steckt. Ich habe auch mir ein paar Möbel anfertigen lassen und Traumhaus gekauft und bist fast rundum zufrieden. Es gibt aber ein Aber. Ah, ohne das Balkon ist geil. Kannst du dir kein komfortables Leben vorstellen. Das kein ist Problem. Wirklich du richtig geil. Du kannst ihn immerhin selber bauen. Die Firma Velux hilft dir dabei. Auf den ersten Blick ist dies ein gewöhnliches Dachfenster. Doch mit wenigen Handgriffen wird daraus ein ausklappbarer Balkon. Velux Cabrio. Praktisch, oder? Ich find's klingt cool. Wunderbar. Bis man erfährt, dass der Preis für einen solchen Balkon bei 2.962 Euro beginnt. Ja, aber beginnt. Ey, ohne Witz, das ist es auf jeden Fall wert, weil so ein Velux-Fenster kostet sowieso relativ viel. Und dann ist sowas voll chillig. Bei mir funktioniert sowas nicht, weil mein Dach ist nicht so. Also mein Boden ist zu weit. Ach, ihr wisst. Funktioniert bei mir halt nicht. Aber wenn sowas funktionieren würde, würde ich es machen. Du willst die Mülltonnen verstecken, weil sie nicht so schön aussehen? Die Firma Dukin bietet mit ihrem Hideout-System eine einzigartige Lösung für die Müllaufbewahrung. Das funktioniert folgendermaßen. Per Knopfdruck fahren die Mülltonnen in ein unterirdisches Lager. Das hätte ich wirklich mal mir holen sollen. Wirklich. Jetzt steht das bei mir im Wohnzimmer. Angetrieben wird die Plattform von einem 1500 Watt starken Elektromotor. Das Hideout-System kann auch für andere Zwecke adaptiert werden. Zum Beispiel als Fahrradgarage oder zur Aufbewahrung von Gartengeräten. Ja, Fahrradgarage würde ich es nicht machen, weil ich hätte irgendwie Angst, dass da wirklich was zwischenkommt. Ja, da gibt es diesen Safety-Stop, Alter, aber wenn die Kinder dann irgendwie spielen, oh, wer kann als längstes die Hand da reinmachen? Aber das finde ich schon geil, weil den Müll bringt eh keiner raus. Aufzüge sind nicht nur für Menschen gedacht, sondern auch für sowas Fernseher. Ja richtig. Hast du das gewusst? Geil. Das hatte ich mal in einem Hotel. Also es ist schon geil. Dieses System zum Heben von Bildschirmen mit einer Diagonale von 42 bis 70 Zoll eignet sich perfekt, um Bildschirme in Schränken oder ähnliches. Dieses Zimmer sieht so geil ausgearbeitet aus. Um ihn zu verstecken. Du siehst ihn halt nicht und dann fährt er so. Zack, Alter, schon kannst du das neueste Paluten-Video gucken. Der Preis für dieses praktische Gerät wird auf Anfrage mitgeteilt. Ey, auf Anfrage ist immer dirty. Ist einfach so. Das sieht auch heftig aus. Einen ausziehbaren Fernseher haben wir schon gesehen. Eine ausziehbare Steckdose auch. Jetzt ist es Zeit für eine ausziehbare Dunstabzugshaube. Sowas ähnliches habe ich. Die Phonim Legend HD6 von Obro saugt nach unten ab und beseitigt Gerüche und Schadstoffe. Ne, ich habe so ein anderes Ding. Die Dunstabzugshaube aus Edelstahl mit den Maßen 880 x 115 mm aber hat sich und gelohnt. Einer Schwarzplatte ist mit einem Aluminium. Weil ich wollte nicht so eine Dunstabzugshaube von oben haben. Und einem Aktivkohlefilter ausgestattet. Der Preis beginnt bei 2.947 Euro. Ja, die sind echt richtig teuer. Aber lohnt sich meiner Meinung nach. Auch Küchensteckdosen können mit einem Hubmechanismus ausgestattet werden. Das ist ganz einfach. Ist ganz cool. Man drückt auf die runde Abdeckung und erhält Zugang zu zwei Steckdosen und drei USB-Anschlüssen. Ich habe einfach eine Kein an der Wunder, Seite. Dass die ausziehbare Steckdose cool. PointPod mit dem Good Design Award ausgezeichnet wurde. Das aus Polyamid und ABS-Kunststoff gefertigte Gerät ist mit einem elektrischen Aufzug und einem 1,70 Meter langen Netzkabel ausgestattet. Der Preis für die Steckdose in Schwarz oder Silber beträgt 506 Euro. Die Lochsäge kostet 78 Euro. Ja, nee. Ey, 500 Euro wäre es mir nicht wert, glaube ich.
Junge, du kannst auch einfach an die Seite eine Steckdose. Ich weiß, wenn die dann so, Luca wird jetzt sagen, muss versteckt sein. Er will keine Steckdose sehen. Dann kann ich das verstehen, aber mich juckt's nicht. Ein weiteres DIY-Projekt DIY-Projekt. Do it yourself. Irdische Garage. Das ist geil. Niemand käme auf die Idee, dort ein Auto zu parken. Das hätte ich so gerne gehabt, sowas, ne? Aber einerseits brauchte ich halt meine Kellerfläche für einfach das hier. Und ich habe auch noch ein kleines Lager und so weiter. Aber sowas wäre heftig. In Wirklichkeit ist es aber ein echt geräumiger Raum, geil, der Platz für einen ganzen Fuhrpark bietet. Hätte ich auch gern. Zu der folgenden Entwicklung gibt es nur wenige technische Informationen, aber eine interessante Entstehungsgeschichte. Die Besitzer historischen Hauses wollten auf der Rückseite eine große Terrasse anbauen, ohne den Zugang zum Keller zu versperren. Also das ist schlau. Ein Handwerker namens Siki ließ sich von geheimen Räumen inspirieren und nahm die Herausforderung begeistert an. Das Ergebnis ist ein doppeltes Konzept, das sowohl als Treppe zur Terrasse als auch als versteckter Durchgang zum Keller dient. Ja, aber gefühlt, Junge, wenn hier mal ein bisschen Starkregen oder so reinschallert, Junge, läuft der Keller voll. Aber ist geil. Stell dir vor, in deinem Garten findet eine Party statt. Bier safe. Leute, wollt ihr mal einen Trick sehen? Fragst du deine Freunde und zauberst mit einer geschickten Bewegung eine ganze Girlande von Getränken aus dem Boden. Genau das hatten die Entwickler des Beer Safes im Sinn. Das Versteck ist absolut sicher, dass weder Strom aber warum noch musst du denn Bier verstecken? Sondern nur die natürliche Kühle der Erde. Ja, das ist schon nicht schlecht, aber Junge, Kühlschrank. Biersafe.de. Nice, Alter, aus Deutschland. Die Verstecke werden in Handarbeit in Deutschland, Nordrhein-Westfalen hergestellt. Außen besteht der Biersafe aus einem Kunststoffbehälter mit Deckel und Boden. Im Innern befindet sich ein Getränkebehälter aus Edelstahl und Aluminium. Ey, ich hoffe, die haben Erfolg mit ihrem Produkt. Der kürzeste Bierkühler fasst 8 Flaschen oder Halbliterdosen, der längste 16. Seid mir nicht... Oh, guck mal, da muss ich sagen, da macht es vielleicht noch Sinn, weil das wirkt ja so, als wenn es mitten auf dem Acker ist und nicht direkt neben dem eigenen Haus. Weil da hat man einen Kühlschrank, hier nicht. Also hier kann ich es noch eher verstehen. Länge kostet der Biersafe zwischen 75 und 100 Euro. Oh, das ist aber fair. Bier safe. Nein, das ist keine Feuerlöschtafel. Die Metallbox mit dem langen Namen Volcan Pyro Fallout Wall Mount Barbecue ist ein an der Wand montierbarer, klappbarer Grill. Speziell für alle, die Platz im Hinterhof sparen möchten. Die Nutzung ist kinderleicht. Einfach das obere Ventil öffnen und den Kochbereich nach unten ziehen. Ja, oben ich weiß werden ja die nicht. Austauschbaren Module installiert und in die Schale wird die Kohle gefüllt. Coole Idee, das war's. Aber ein Grill die an der Wand ist mit einer praktischen Halterung für die Werkzeuge ausgestattet. Der Grill besteht aus britischem Stahl und wird mit 4 Bolzen an der Wand befestigt. Zum Lieferumfang gehören 2 Backbleche und ein Werkzeugsatz. Der Preis beträgt 296 Euro. Nee, Junge, für 296 Euro kaufe ich mir einen vernünftigen lift Grill. Lift your home, lift your life, lautet das Motto von Skylark Electric Attic Stairs. In unserem heutigen Video stellt das Unternehmen eine vollelektrische Dachbodentreppe aus Holz vor. Sie ist aus Buche, weshalb die Entwickler... No front, brauchst du nicht. Junge, wir hatten auch immer für unseren Dachboden so eine... Da bist du halt mit so einem Haken, das war so ein Stock mit Haken dran... Und dann hast du das Ding runtergezogen und dann so... 10 Jahre Garantieversprechen. Locker gereicht. Man drückt einfach einen Knopf auf der Fernbedienung und sieht zu, muss, es muss nicht alles elektrisch entfaltet. Sein, ohne Wenn Witz. Der Platz in den Regalen nicht mehr ausreicht, ist es an der Zeit, all seine Dinge unter der Decke zu verstauen. Dabei hilft die britische Firma Dolly, die sich auf solche Lösungen spezialisiert schlau. Hat. Das Aufbewahrungssystem heißt Beam It Up und ist eine Art Minischrank, in dem von Kleidung und Schuhen bis hin zu cool. Büchern und Rollschuhen alles Platz findet. Das System passt sich problemlos jeder Deckenhöhe an und ist mit bis zu 20 Kilogramm belastbar. Das ist vielleicht auch der Grund für den hohen Preis. Die Preise beginnen bei 237 Euro. Es klingt jetzt nicht so teuer. Aber wenn, muss der Platz schon perfekt ausgenutzt werden. Das sieht so ein bisschen so aus, als wäre da noch viel Luft oben. Aber wie gesagt, so für so Sachen wie jetzt New York... Jetzt geht es darum, Waffen, Geld, Dokumente und andere Wertsachen zu verstecken. Manchmal werden für solche Zwecke eher unpassende Gegenstände gewählt, wie zum Beispiel eine Kiste, die einen Holzstapel oder einen Stapel gehobelter Bretter imitiert. Ist schon schlau. Aber es gibt auch praktischere Lösungen. Der Tisch Nightwatch der Firma AZ Concealment aus Walnussholz ist ideal, um auf jede Bedrohung im Haus zu reagieren.
Eine versteckte Pistole kann beispielsweise vor Kindern geschützt werden. In einem weiteren Geheimfach, das mit einem Schlüssel verschlossen wird, können Geld, Pässe und Schmuck aufbewahrt werden. Ein weiteres Beispiel ist ein schwebendes Regal, das eine einfache versteckte Aufbewahrungslösung ohne Schloss bietet. Es gibt drei versteckte Fächer, die 15x18x4 cm groß sind und Platz für eine kleine Pistole oder andere wichtige Gegenstände bieten. Ja, ja, alles klar, Junge. Oh, dann so, die Firma Tactical Wars ist auf die Herstellung von Aufbewahrungssystemen für Schusswaffen spezialisiert. Waffenraum bis zu versteckten Nischen in Möbeln ist bietet gekauft, sie verschiedene Leute. Lösungen an. Das Regal 1242 für die versteckte Aufbewahrung ist die beliebteste Lösung. Dort kann man sogar bis zu 107 cm lange Gewehre aufbewahren. Zugang zu erhalten, müssen zwei versteckte Schlösser endlich mit Schlüsseln für geöffnet Shotgun. Werden, woraufhin die untere Hälfte nach unten geklappt wird. Der Preis liegt je nach Größe zwischen 448 und 486 Euro. Das ist mir wert. Wer einen schönen Weinkeller hat und ihn vor neugierigen Blicken verbergen möchte, kann dies mit einer Geheimtür tun. Solche Falltüren gibt es im Internet in vielen Varianten. Diese hier öffnet sich zum Beispiel seitlich. Ein anderer Handwerker hat sich für eine elegantere Lösung entschieden. Ja, Junge, das sieht richtig creepy aus. Die Tür wird über eine Smartphone abgesteuert. Alter, Junge, da gehe ich nicht runter. Und dann macht es auch noch so creepy. Alter, da sind einfach 40 Leute unten versteckt. Die ja alle irgendwo, boah, nee. Die elektrisch betriebene Polarabdeckung macht Poolbesitzern das Leben leichter. Hier gibt es keine Standardlösungen. Diese Abdeckungen werden für jedes Projekt individuell gefertigt. Von Edelstahl bis hin zu Aluminium-Laufsätzen für die Montage ist alles möglich. Es gibt Lösungen sowohl für Süßwasser- als auch für Salzwasserpools. Macht das einen Unterschied? Das, okay. Ist da hinten Wasser? Da steht einfach ein Auto und hier ist ein Pool. Läuft. Obwohl, den Pool finde ich nicht so schön. So ist beispielsweise die Salina-Abdeckung für Salzwasser geeignet und für eine maximale Fläche von 14x7 Metern ausgelegt. Das sieht aus hochwertigem V4A-Stahl gefertigt, ist die Abdeckung ganzjährig einsetzbar. Krass. Die Motoren sind wahlweise mit integriertem, Batterie- oder photoelektrischem Antrieb oder mit externem Zahnriemenantrieb erhältlich. Ein im Sichtbereich angebrachter Notausschalter sorgt für einen sicheren Betrieb. Ist gekauft! Die amerikanische Firma Tungsten Royce sagt, die Leute nennen uns Rebellen, sie werden uns Genies nennen. Was stellt das Unternehmen mit dieser bescheidenen Selbsteinschätzung her? Garagentore natürlich. Garagentore nehmen im Durchschnitt etwa ein Drittel der Fassadenfläche ein. Doch die Tore von Tungsten Royce passen auf kleinsten Raum und sind trotzdem gestalterisch ansprechend, weil sie von beiden Seiten gut aussehen. Hä, aber du kannst doch dieses Tor, was so hoch fährt. Ist es nicht... Brauche ich nicht. Also, weil, für die Sicherheit sorgen zahlreiche Befestigungspunkte entlang der gesamten Führungsschiene. Check ich nicht. Also, warum das jetzt so viel geiler sein soll. Oh, das war's. Leute, das war's auch hier. Wir haben wieder ordentlich eingekauft. Schallert gerne Like und Abo rein. Und dann sehen wir uns morgen zu einem neuen Video wieder.